Liebst du auch die Physiotherapie-Termine? Denn danach ist dein spastischer Arm dermaßen entspannt, dass du dich wirklich wohlfühlst. Aber alleine ist es unmöglich. Dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn hier zeige ich dir ein paar Übungen mit den Smoothies, dass du zu Hause alleine lernen kannst, deinen Arm mehr zu entspannen. Mein Name ist Silke von Böningen und ich helfe dir und deiner Gesundheit mit Bewegung, mehr Energie, Nervenstärke auf die Sprünge. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich ein Faible für zentral neurologische Erkrankungen habe und daher natürlich auch Ahnung habe von Schlaganfällen, von einer Spastik. Und zeitgleich liebe ich ja natürlich auch die Smoothies und deshalb möchte ich dir hier in diesem Video, in diesem echt besonderen Video zeigen, wie du das lösen kannst. Wenn dich das Thema Gesundheit interessiert, abonniere gerne den Kanal, um mehr Informationen zu bekommen und die Videos nicht zu verpassen. Gut, fangen wir an mit der Spastik. Wie zeigt sich denn die Spastik im Arm überhaupt? Du kennst es natürlich am Körper, das kann bei dir auch unterschiedlich stark aussehen, von über den Tag schwankend, aber eben auch unterschiedlich stark im Vergleich zu jemand anders, dass eben die eine Stelle stärker betroffen ist als die andere. Grundsätzlich geht es bei der Spastik im Arm darum, dass der Ellbogen gebogen ist, das Handgelenk gebogen ist, die Hand ist zur Faust, der Daumen nach innen gedreht und auch der Unterarm ist eingedreht. Die Schulter ist auch hier so nach innen gedreht und alles ist klemm und nah am Körper. Das ist erstmal so die Spastik. Das erkläre ich dir hauptsächlich, damit du verstehst, warum wir welche Schritte oder Übungen gehen, um das zu lösen. Manche sind eben wichtiger für dich als andere. Das ist ein Smoothie. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein Schlauch und da drinnen sind Stahlkugeln, 4 Stück. Und durch die Stahlkugeln, wenn die rollen, entsteht eine Vibration. Und die Vibration geht in die Tiefe der Muskulatur und ins Gewebe und kann das Gewebe entspannen, sprich auch detonisieren. Wenn du mit der Spastik zu tun hast, kann es sein, dass du am Anfang die Hand kaum aufbekommst, dass sie wirklich hier ganz extrem am Körper ist und dass die Schulter hier so nach vorne ist. Das heißt, wir starten dann auch da. Es ist die für dich im ersten Moment vielleicht echt unmöglich, hier den Ring reinzukriegen und unvorstellbar, dass das möglich sein kann. Wenn das so ist, dass du das überhaupt nicht kriegst, dann gebe ich dir zwischendurch noch ein paar Tipps, was du trotzdem machen kannst, wie das trotzdem klappen kann. Gut, es kann natürlich auch sein, dass es teilweise eher so ein bisschen dann schlapp wird und dass du da keine Kontrolle drüber hast. Auch das ist möglich, da sage ich noch was zu. Gut, deswegen, wir starten hier, fangen an mit der Schulter. Das kennst du von deinem Physiotherapeut sicherlich, dass da am Anfang erstmal das Schulterblatt möglichst gelockert wird. Ich kann das mit den Ringen tun, aber wenn ich die Ringe nicht in die Hand kriege, dann fällt es mir schwer. Aber ich kann hier so drunter greifen und anfangen und versuchen, mein Schulterblatt zu bewegen, indem ich hier das Schulterblatt aktiv so versuche, mit nach vorne zu schieben und mit der linken Hand, also der anderen Hand, versuche es mit zu bewegen. Und auch hier den Arm so ein bisschen mit zu bewegen, mit anzuheben und hier locker nach oben zu kommen. Dadurch merkst du unter Umständen schon, dass es hier lockerer wird, sowohl in der Schulter als auch im weiteren Verlauf. Und so fängt man eben an, erstmal zu gucken, dass ich hier die Schulter locker kriege. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Als nächstes kannst du den Arm entspannen, indem du den Ring nimmst und den Arm damit abrollst. Na, da kannst du auch hier oben anfangen, an der Schulter. Du kannst hier auch am Nacken anfangen, da wo du eben merkst, das braucht es. Wenn jemand da ist, kann der dir auch von hinten an den Schultern hier so helfen abzurollen. Das kannst du eben so gut es geht hier auch selber versuchen. Aber es ist eben natürlich schwieriger,
wenn du den Arm nicht benutzen und bewegen kannst. Gut, also du rollst ab, quer übers Gewebe, mit dem Gewebe, den ganzen Muskel. Das Rollen geht natürlich leichter in diesem Bereich des Schlauchs und hier in dem Bereich ist es kürzer. Es ist natürlich von der Schwerkraft sinken die Kugeln immer dahin, ja, wo es unten ist. Das heißt, eben wenn ich das so halte, die rollen dann da und nicht hier. So muss ich eben dann gucken, wie ich den Ring halte, dass die rollen. Und dann rolle ich eben den Oberarm ab und dann versuche ich eben mehr und mehr auch hier nach unten zu fühlen und vielleicht den Arm auf dem Schoß abzulegen. Das dauert eine Zeit lang, bis ich das wirklich entspanne. Ich kann hier, wie gesagt, auch schön auch quer drüber gehen und alles mehr und mehr entspannen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das aber ganz gut. Auch die Hand vor allen Dingen, Handgelenk mit der Hand. Und vielleicht merkst du, dass es zwischendurch sinnvoll ist, einfach den Ring zur Seite zu legen und den Arm dann nochmal anders zu positionieren. Die Hand dann auch mal aktiv zu öffnen, den Daumen rauszuholen und dann eben weiter zu rollen. Aber auch hier, das ist natürlich jetzt nicht so wie bei mir, sondern du legst es ein Stück positiver hin, rollst wieder und dann öffnest du wieder, streckst wieder die Finger, ne? Dann flutschen die wieder ein Stück zurück, das macht nichts, bleib dann da immer wertfrei und versuch einfach mehr und mehr zu entspannen. Je besser du dich entspannst, desto leichter ist es möglich. Und es liegt natürlich daran, wie stark deine Spannung auch ist. Mach dir auch bewusst, der Raum, in dem du dich befindest und die Situation, die hat natürlich mit deiner Anspannung auch zu tun. Das heißt, je besser du dich abschirmen und entspannen kannst, desto leichter wird dir das jetzt auch gelingen. Das liegt nicht nur an der Technik und wie man was macht, ja, sondern auch eben, wie man da reingeht. Gut, also nach dem Abrollen merkst du dann, dass der Arm etwas lockerer ist, vielleicht dann nicht mehr ganz so, sondern eben tiefer, dass die Hand sich etwas geöffnet hat. Und damit können wir weiterarbeiten. Du kannst versuchen, den Ring hier so auf den Schoß oder auf den Tisch abzustellen, die Hand da drauf und gucken, ob du die Hand hier irgendwie so reinbekommst oder so halbwegs drum. Und dann gehst du hin, versuchst hier über den Schoß gerade nach vorne zu rollen. Du siehst dann schon, was mein Arm macht. Der bewegt sich hier nämlich dann mit. Ich kann das hier, so wie ich das jetzt tue, auch mit der zweiten Hand begleiten. Achte darauf, dass du nicht den Druck hier so nach unten gibst. Das mögen die Ringe nicht. Lieber eben sonst ein bisschen hier hochhalten, dass das nicht so viel Druck gibt. Versuch hier wirklich eine Zeit lang zu rollen, dass du echt merkst, so das wird jetzt lockerer. Du kannst es überall mit dem anderen Arm mitsteuern und bewegen. Achte vor allen Dingen auch gut auf die Schulterblattbewegung. Die ist hier nämlich auch wichtig. Und dann siehst du, bei mir geht natürlich schon automatisch die Hand dann mehr und mehr drum. Das kann bei dir auch passieren. Du merkst die Vibration auch eben in der Hand und das entspannt. Gut, siehst du, hier unten kann ich auch reingreifen und nochmal mit steuern. Das ist eben dann das, wie es weitergeht. Wenn das ganz gut geklappt hat, ist erstmal so der Test, ist es mehr nach innen gedreht noch oder ist es mehr im Ellbogen und Schulter, dass es eingeklemmt ist. Die zwei letzten Übungen kannst du eben dann je nachdem passend für dich drehen. Lass am besten erstmal den Arm nach unten sinken und dann merkst du, ob der Daumen so nach innen gedreht ist oder ob es mehr hier oben der Ellbogen ist, der nach oben gezogen ist. Abhängig davon pendelst du erstmal vor und zurück oder drehst den Daumen so nach außen. Gut, ich zeige dir jetzt erstmal das Pendeln vor und zurück. Na, du siehst bei mir, der Arm ist erstmal hier angespannt. Ich kann hier im Ellbogen versuchen, einfach mehr die Abwärtsbewegung zu erlauben und hier loszulassen. Ich kann das mit der anderen Hand, so wie ich das jetzt hier gerade mache, so ein bisschen anschubsen und dadurch entspannt der Arm eben mehr und mehr. Aber auch hier im Oberarm
kann ich eben schubsen und versuchen, dass es hier lockerer pendelt, dass die Spannung loslässt. Wichtig dabei ist eben wirklich hier auch versuchen, das Schulterblatt loszulassen. Du merkst es, sind schon drei Ebenen, auf die ich schauen muss. Ich habe hier den Ellbogen, die Ellbogenbewegung, ich habe hier das Schultergelenk selber und ich habe das Schulterblatt. Und natürlich habe ich auch noch das Handgelenk. Aber da du eher ein zu steifes Handgelenk hast, werde ich hier nicht zu viel Bewegungen erwarten. Das wäre bei den Smoothies eben nicht richtig, sondern hier würde ich eher so eine verkehrte Stellung erwarten. Und deine Aufgabe ist daher eben mehr und mehr zu versuchen zu entspannen und in die gerade Position hereinzukommen. Sowohl vom Handgelenk, Ellbogen, dass die Schulter wirklich schön loslässt, als auch hier das Schulterblatt. Ich kann meine Konzentration auf jede Stufe, jede Höhe legen und daran arbeiten. Das dauert einige Zeit. Das kann ich dir hier im Video jetzt nicht abnehmen. Gut, die andere Bewegung ist eben die, dass du den Daumen nach außen drehst. Da merkst du auch, dass die Kugeln so ein bisschen Krach machen. Bei dir wird das so nicht aussehen, bei dir wird das eher so aussehen und vielleicht auch nicht so rhythmisch. Versuch einfach hier mehr loszulassen und zu spüren, okay, wie fühlt sich die Bewegung an? Wo spüre ich die Bewegung? Ich kann wieder den zweiten Arm zu Hilfe nehmen und hiermit einfach spielen. Ein Tipp noch, es ist, jetzt habe ich dir alles an einer Seite gezeigt. Wenn du Schwierigkeiten hast, dir irgendwie eine Bewegung vorzustellen oder zu spüren, üb gerne auch an der anderen Seite. Da sind wir eigentlich schon mittendrin, denn es gibt hier sehr, sehr viele Tipps und Tricks, die man gehen könnte. Aber dafür muss man das natürlich sehen, was da gerade abläuft. Sprich, sollte das bei dir jetzt nicht so klappen, dann heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Ich habe ja schon eingangs gesagt, so wie du entspannt bist, so wie deine Situation ist, so wie du da reingehst, so wird es auch wirken. Und das kann eben sein, dass das deswegen nicht ganz allein am Anfang klappt. Aber das heißt nicht, dass es nicht erlernbar ist. Aber eben, das müsste man halt einzeln schauen. Wenn du jetzt merkst, hey, das interessiert mich total, wo kriege ich die Smoothies her, wo gibt es da weitere Informationen zu oder eben, wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen, dann schau gerne jetzt unten in der Beschreibung zum Video nach, da wirst du noch weitere Informationen dazu finden und kannst dir das Passende raussuchen. Wenn dir das Video gefallen hat und du merkst, ich möchte mehr von solchen Videos. Deine Art gefällt mir, deine Art zu üben, deine Art übers Leben zu reden. Dann abonniere den Kanal und klick gerne auf die Glocke auch, damit du echt kein Video verpasst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib gesund. Deine Silke.